So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Es geht wieder weiter bei einer neuen Folge vom Bausimulator. Wir hatten ja gerade uns Asphalt besorgt und müssen uns jetzt auf den Weg zurück zu unserer Baustelle machen. Um selbigen Asphalt aufzutragen natürlich und dann eben zu verdichten mit unserer Walze. Das wird ganz cool, denke ich. Ganz coole Aufgabe. Ach so. Naja gut, dann muss ich jetzt leider einmal kurz das so machen. Ich habe den Timer gerade nämlich noch nicht gestartet, habe ich vergessen. Aber ich will jetzt nicht mitten auf der Fahrt anhalten, das wäre ein bisschen scheiße. Oh, immer noch so voll hier. Was machen die da? Ich glaube, ich muss mich da mal vordringen, ganz kackendreist. Ja, was tun die da? Da kann man nicht wenden. Außerdem hört es niemals auf. Darf ich mich einmal kurz durchdrängeln? Sie fahren irgendwie ganz komisch. Dankeschön. Das ist so voll. Das ging jetzt gerade gar nicht anders. Die kommen ja nie hier raus. Ich glaube, da haben sie ein bisschen was beim Verkehr hier übertrieben, diese Runde. Schau ich das mal an, das staut sich alles total. Wie irre. Wobei hier ist jetzt eine Pause, okay, gut. Aber ist das, weil das Gebiet hinten vielleicht noch nicht freigeschaltet ist, können die fremden Fahrzeuge da auch nicht langfahren dann? Könnte eventuell sein. So, gleich müsste es wieder in die Stadt reingehen, ne? Ja. Und rote Ampel. Und da wird es auch schon wieder grün. Niemand. Wunderbar. Lalala. So, gleich müssten wir an der Baustelle sein. Ne, lange dürfte es jetzt nicht mehr sein. Da ist eine Dings, eine Tanke, sehe ich da auf der Minimap. Hier diese Wohnblocks, ne, finde ich so nah an der Realität. Ich finde, das ist schon ein sehr cooles Game. Ja, jetzt sind wir hier. Gleich dauert es nicht mehr lange, dass wir an der Baustelle sind. Und dann kann ich den Timer starten. Ah, ich habe Glück mit den Ampeln. Wie kommen wir denn dazu? Moment, jetzt auch bitte aber nicht. Doch, ist schon richtig. Kann das sein, dass er einen ganz komischen Umweg gefahren ist? Weil der wollte ja gerade da abbiegen irgendwo. Und der wohl völlig verkehrt ist. Na gut. Vielleicht muss man solche Marker bei neuem Spielstart dann wieder neu setzen. So, nur wird grün. Ampeli. Da gehen die Lampen an, die Straßenbeleuchtung. Versuche gerade nebenbei den Timer zu stellen. Mein Handy einloggen. Oh, da habe ich mich glatt vertippt, das ist klar. Ah, grün. Hinter mir, der denkt schon, grüner wird's nicht. Und sagt es vielleicht sogar.
Hier ist der Timer. Gut, da haben wir ihn. Ging relativ gut nebenbei. Trotzdem macht man das natürlich nicht. Erst recht nicht, wenn man mit so schwerem Gerät hier unterwegs ist. Das ist nicht so eine tolle Idee. Das ist jetzt der richtige Weg hier. Ich komme hier total um. Also der muss einen ganz komischen Umweg gefahren sein. So. Will er da abbiegen? Ah ja, gut. Na, zum Glück. Was ist das da? Also eine kleine Fußgängerampel. Ach, guck mal. Cool. Da ist die Tanke, die nächste. Das ist tatsächlich nur eine Fußgängerampel. Gibt es auch in sehr, sehr wenigen Spielen, die ich so gespielt habe. Guck mal, da ist ein kleiner Shop. Neben der Tanke. Voll cool. Trotzdem habe ich gerade keinen Plan, wo ich bin, ey. Ich war hier auch noch nie. Mist, ich hätte mal zur Tanke reinfahren müssen. Vor allem muss ich mal kurz gucken. Ah, jetzt kommt's. Okay, wir waren im Villenviertel. Unbeabsichtigterweise. Oh, da wird jetzt schon grün. Schön. Und jetzt ist es zum Glück wirklich nicht mehr weit. Hier fängt es die 50er-Zone an. Aha. Die Ampel. Wieder eine kleine Fußgängerampel. Und gleich sind wir endlich bei der Baustelle. So, da sehe ich sie schon. Sehr gut. Und sagen, hier fährt doch eigentlich keiner rein in die Straße. So, Asphalt auftragen. Das versuche ich jetzt auch wieder so zu machen. Obwohl, nee, den muss ich in Dingsmodus stellen, oder? In Arbeitsmodus. Sozusagen, Funktionsmodus, wie auch immer. Nee, muss ich nicht. Okay, dann kann ich so machen. Warte, ich brauche eine Asphaltpumpe, ne? Ja klar, den muss ich hier ranstellen. Haben wir sowas? Nee, oder? Ich glaube, nein. Asphaltkipper. Ist das Ding, was wir haben? Nee, haben wir nicht. Gut. Ja. Es ist natürlich hier überhaupt kein Fahrzeug mehr von uns. Es ist schade. Wo ist nochmal der Fahrzeughändler? Hier. Den gehen wir da kurz zu Fuß hin.
Muss einfach irgendwie mal gerallert kriegen, dass mein Auto, dass ich da immer was habe, wo ich vernünftig mitfahren kann und was ich auch nicht mehr brauche jetzt, ne? Weil die Fahrzeuge brauche ich ja beide noch auf der Baustelle. Na, hier ist auch einfach eine kleine Baustelle. Das ist ja zum Glück nicht weit. Asphaltpumpe heißt das, glaube ich. Oder so. Hammer geil. Da ist der Fahrzeughändler. Sehr gut. Dort oben auf dem Hügel. So. Da steht mein Pritschenwagen. Da steht er gut. Filter. Sortierung herrscht. Achso, Job 1. Job 1D. Das Ding brauche ich, ne? Schwarzdeckenfertiger. Da wird das dann raufgeschüttet. Und dann verdichte ich die mit einer Asphaltwalze. Heißt, ich brauche meine Walze, meine andere Walze gar nicht mehr. Weil es eine andere ist. Okay, alles klar. Wir nehmen den von Cat. Ach so, das ist aber nicht, denn da muss ich per Schnellreise reisen, weil es ein Kettenfahrzeug ist. Ja, genau. Ups, also Schnellreise zur Baustelle. Und das gute Stück wird dann erstmal. Ich stelle mir ihn hier hin und fahre mit dem anderen Wagen vor. Das geht einfacher. Ich weiß echt nicht mehr genau, wie ich das nochmal gemacht hatte. Wenn das war so schon richtig, aber wie? Jetzt kann ich es kippen. Ich glaube, dazu sollte ich den. Das sieht irgendwie aus, als wäre das gleich schon voll. Obwohl.
Nee, es füllt sich noch. Oh, jetzt sollten wir mal wieder kippen. Unfassbar. Jetzt geben wir aber zuallererst unsere Walze ab hier. Erdbauwalze, genau, das ist nämlich offenbar was anderes. Achso, das ist ja meine. Einlagern. Asphaltkipper bin ich nicht sicher, brauchen wir eventuell noch. Stimmt, das war jetzt das Ding, wo wir diese Sachen so ausfahren konnten hier, ne? Genau. Lalalala. Nicht euer Ernst. Wie komme ich da jetzt hoch? Mit ein bisschen mehr Wumms, ein bisschen mehr Schwung. Gut, das könnte funktionieren, hoffentlich. Ich habe ein kleines Problem. Da geht es rückwärts besser. Ich komme da nicht hoch. Geht nicht. Hä? Okay. Die Dinger jetzt ausfahren, das bringt dir überhaupt nichts. Nee. Heißt das jetzt, oh Gott, heißt das jetzt, ich brauche für das Ding ein Fahrzeug, womit ich das transportieren kann? Um es dann direkt hier auf der Baustelle direkt abzusetzen? Oh Gott, Leute. Ich fürchte fast ja, oder? Ich komme da nicht hoch. Keine Chance. Kann ja auch nichts machen weiter. Ich gucke noch mal kurz in die Dings hier. Ins Handbuch. Pumpe, nein. Nein, Kipper, nein. Schwarzsäckenfertiger, hier. Schwarzsäckenfertiger werden für das Auftragen frischer Asphaltschichten im Straßenbau eingesetzt. Ja, sie fahren auf Ketten und kommen zum Einsatz, nachdem die alte Asphaltschicht von der Kaltfräse abgetragen wurde. Gut, hatten wir gar nicht. Um eine Straße zu asphaltieren, muss der Aufnahmebehälter mit ausreichend Asphalt gefüllt sein. Einbaubohle, die ne asphaltieren, ist nur beim Vorwärtsfahren möglich. Ja, fahren und wenden. Aufnahmebehälter füllen. Ja, aber... Wie komme ich denn auf die beschissene... Baustelle erstmal drauf. Wo war ich denn, als ich Schnellreise gemacht habe? Vor der Baustelle, ne? Nicht direkt drauf, oder? Ich probiere es noch einmal. Jetzt ein bisschen doof. Ja. Hier stehe ich. Das ist ja merkwürdig.
Okay, vielleicht gibt's ja da noch mal einen kleinen Tipp für mich. Ich probier's jetzt tatsächlich. Ich muss ja eh dann noch mal zum Fahrzeughändler offenbar. Ich komme da partout nicht hoch. Ich kann auch die Ketten ja nicht irgendwie anheben oder sowas. Das wird ja auch überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn man das machen könnte. Ach, das war. Stimmt, klar, ich hatte Schnellreise gemacht. Leeren ja wohl nicht. Zurückgesetzt ist er ja. Wäre jetzt die einzige Möglichkeit tatsächlich, die ich wüsste, dass ich tatsächlich dazu so ein Fahrzeug brauche. Hier käme ich hoch, ja, aber. Ich komme doch dann hier nicht weiter. Wenn das wäre jetzt der weniger aufwendige Weg, den ich jetzt einfach mal probieren werde, aber so gedacht sein kann das nicht. Ich befürchte fast, ich muss wirklich ein Gerät dann haben. Aber ich probiere jetzt mal, ob das theoretisch geht. So einfach in der Theorie. Damit halte ich hier natürlich vollkommen den Verkehr auf, aber. Es ist auch niemals so gedacht, das weiß ich. Und wenn ich Pech habe, fahre ich dann gleich noch die gute Frau, die da vorne kommt, um. Da, wenn die Frau Pech hat, sagen wir mal so. Geschweige denn das Straßenschild, werde ich auch umnieten. Der zieht einfach an mir vorbei jetzt. Achso, aber nur weil er da abbiegen möchte. Die Frau dreht einfach wieder um. Ist vielleicht auch für alle das Beste. Das Straßenschild fahre ich jetzt einfach mal um. Aber so komme ich tatsächlich da hoch. Die Frage ist nur, brauche ich dafür wirklich so ein Fahrzeug, um. Okay, geht auch nicht. Jetzt sitze ich fest, wa? Jetzt habe ich mich festgefahren mit meinen Ketten. Verdammter Mist. Okay, ja, geht nicht anders. Tut mir leid. Dann also, aber der scheiß Asphalt kühlt doch auch aus. Ist das schlimm? Hoffe nicht. Dann muss ich es jetzt mit so einem Fahrzeug versuchen. Und dann bin ich gespannt. Ich sollte mir einfach mehr angucken, was da steht, welche Fahrzeuge ich gerade brauche für die Aufgabe. Vielleicht steht da ja sogar so ein Teil dabei. Weil das Teil der Schwarzdeckenfertiger ja nicht straßentauglich ist auf jeden Fall. Vielleicht ist es so gedacht, dass wir das dann wirklich mit so einem Fahrzeug dann transportieren. Aber keine Ahnung, ob ich den so gefüllt da drauf kriege oder wie überhaupt. Das wird lustig. Ganz werden wir das jetzt sowieso nicht mehr schaffen, leider. Vielleicht hat dann ja nochmal jemand einen Tipp für mich. Ja, Entschuldigung. Ob das jetzt tatsächlich so ist, dass ich da, ja, so eine Maschine brauche oder ob es auch irgendwie anders möglich ist, dieses Gerät auf die Baustelle zu befördern. Ich habe keinen anderen Weg gesehen, tatsächlich. Muss ich vor allem auch gucken, was sowas in der Miete kostet und wie man so ein Teil bedient. Erstmal hier gucken bei den Filtern jetzt. Nee, Schwarzdeckenfertiger.
Das hier ist ein kleinerer. Kommt jetzt der kleinere? Mit dem kleineren käme ich wahrscheinlich eher auf die Baustelle. Ich muss, glaube ich, mehr an meine Begebenheiten da denken. Und nicht einfach das riesigste Teil hier nehmen, was hier so rumexistiert. Kann das der Fehler sein? Könnte, ne? Weil hier steht nirgendwo, dass ich so ein Gerät brauche. Wo ist denn sowas überhaupt? So ein Auflieger, ne? Ach so. Okay, das könnte aber schon funktionieren, auf jeden Fall. Den Auflieger benutze ich dann mit meinem Muldenkipper zusammen, ja. Das könnte tatsächlich funktionieren. Und den dann da halt ablassen, ne? Ich möchte ihn hier wegen den... Oh my goodness, das wird jetzt richtig eine spaßige Geschichte. Ich dachte da, das ist richtig so ein extra Fahrzeug, ne? Aber das ist ja eher für Kleinwagen, was ich jetzt meine. Vor allem, wie soll ich denn damit in der kleinen Straße hantieren, bitteschön? Hm? Wie? Dann wird's beim nächsten Mal ja spannend. Vor allem geht das überhaupt? Nee. Brauch so einen anderen dafür. Das funktioniert doch gar nicht mit so einem Ding. Ich bin auch schon doof. Ich brauche einen normalen LKW sozusagen. Das Fuhrwerk, das Dings, ne? Wisst, was ich meine? Oh Mann, ey. Bin ich blöd. So, gut. Aber es ist mir noch aufgefallen. So, wir fahren jetzt den mal hier vorne hin. Sowas. Teurer Auftrag. Mal gucken. Muss tatsächlich mehr darauf achten, dass ich dann weniger Schnellreisen mache, nur die nötigen. Damit wir hier nicht komplett das ganze Geld verlieren. Beziehungsweise möglichst hohen Gewinn natürlich haben. Genau, eine Zugmaschine brauchen wir dafür natürlich noch. Hier ist unser Auflieger, hier ist die Zugmaschine. Warte mal. Die sind so von der Dings her aber gleich. In der MC. Ja, das. Nach hinten steht der jetzt, warum? Am Arsch der Welt. Wozu habe ich denn das Ding da umgepackt, hm? So, jetzt kommt's. Oh
Gut. Warte. Huch, das wollte ich nicht. Entkoppeln. So, das haben wir. Jetzt fahren wir mal zurück zu unserer Baustelle. Das machen wir noch und dann den spannenden Teil, der passiert dann beim nächsten Mal. Der spannende Teil. Dann geht's auf dieser ganz schön komplizierten kleinen Baustelle weiter. Oh Gott. Ding. Hier ist es ja. Leute, ich muss hier wenden. Oh Mann, ey. Gibt's da nicht? Stehen die da alle? So. Parken wir jetzt hier vor. Und den muss ich dann irgendwie dann... Das Ding ist zu breit. Ich glaube nicht, dass das geht. Aber wir werden es beim nächsten Mal vorbei. Doch. Doch, es könnte eventuell funktionieren. Mal gucken. Wisst ihr was? Ich probiere das jetzt aber noch. Oh Gott, jetzt auch noch rückwärts. Ich werde nur das Gefühl nicht los, dass es einfach nicht so gedacht ist. Vielleicht auch doch. Irgendwo müssen komme ich nicht mit hoch. Die Frage ist jetzt nur. Nee, geht von den Schienen her nicht. Weil es, also von den Ketten. Weil der hier einfach zu breit ist. Shit. Dann können wir den jetzt aber tatsächlich nur leeren. Und dann, ups, beim nächsten Mal nochmal füllen. Den geben wir ihn jetzt zurück und nehmen dann einen anderen, einen kleineren. Und den werden wir dann trotzdem aus Prinzip mit diesem Gerät da auf die Baustelle fahren. So. Einfach weil wir es können. So, jetzt würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja, man muss immer ein bisschen ausprobieren hier bei diesen, bei diesem Spiel. So auch jetzt. Mal gucken, das kriegen wir beim nächsten Mal schon hin. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, das mal mit diesem Ding hier zu probieren. Das mal so zu machen, wie es eventuell gedacht ist. Weil es kann ja nicht Sinn des Ganzen sein, dass ich jedes Mal gucke, wo hier der Bordstein unten ist, damit ich eben, auf die Baustelle fahren kann und nehme dabei erstmal alle Schilder mit, die mir unter die Räder kommen. Kann ja nicht Sinn des Ganzen sein. Also probieren wir es mit diesem Fahrzeug da. Der eine sah ja deutlich schmaler aus, der Schwarzdecken fertiger.
Das probieren wir aber zuerst, bevor wir neuen Asphalt kaufen. Achten wir darauf, dass wir ihn richtig rum hier platzieren, damit wir den befüllen können dann gut. Gut, dann würde ich sagen, nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.